Herzlich willkommen zur zweiten Folge von One Must Fall. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das letzte Mal, als wir Alastor LP, ja, der macht manchmal auch Videos. Grüße. Ich darf jetzt alle Witze, glaube ich, über ihn machen, der wird sich freuen. Der weiß das übrigens gar nicht, dass ich das so mache. Der wird das nach der ersten Folge begriffen haben, aber dann ist es zu spät. So, wir machen das lustige Spiel. Ihr seht, es geht um Rang 6. Und Rang 6 holen wir uns jetzt. Sicher, dass du heute Nacht kämpfen solltest? Du siehst irgendwie gar nicht gut aus. Honey, wenn du mir nicht mit dir fertig bin, wird dich keiner wiedererkennen. Nicht einmal deine Eltern. So. Na, kriege ich jetzt das erste Mal eine Lehrstunde? So, ich gucke mal schon mal ein bisschen. Na gut. Na gut, den Leap, den kann ich auch. Den Shadow Leap wollte ich eigentlich gerade nicht mal machen. Ja. Dann muss ich aber punchen. Dann kann ich nicht treten, den muss ich mit Punch machen. Zweimal nach unten, vorwärts und Punch. Das ist der Shadow Leap. Den ich im Augenblick nie hinkriege, aber vielleicht reicht das auch so, um Dr. Linja zu besiegen. Das war der Wurf. Das ist nicht gut. Ja, den kenne ich. Aber das ist mir egal, da brauchst du nichts machen. So, erstmal kriegst du wieder einen Throw von mir ab. Ah, genau. Das ist der... Es gibt hier nämlich auch ein Special im Flug. Ah. Schicken dich wieder schlafen. Ah, wir können sogar. Wir haben sogar einen Blaster. Okay. Wie geht der denn? Muss ich mal ein bisschen ausprobieren. Also der normale Jaguar Leap, das ist dieser komische Sprung, den ihr gesehen habt. Okay. Alastor LP zeigte einen respektablen Fight gegen Dr. Lin Jia und siegte. Gar nicht mal schlecht, Alastor LP. Beide hielten sich ganz gut, bis Alastor LP den Kampf mit diesem Treffer beendete. Sieht aus, als hättest du ihn fertig gemacht, Kid. Na, ist ein cooler Typ, ne? So, machen wir da ein bisschen Trainingskurse oder gehen wir ein bisschen was kaufen? Armpower. Können wir auch beide uns holen, ne? Machen wir jetzt auch. So. Also den Jaguar-Sprung, den ihr gesehen habt, der so ein bisschen aus der Kniehöhe geht, der ist einfach relativ einfach unten und dann vorwärts und Punch. Shadow Leap, den ich jetzt nicht hingekriegt habe, der ist unten. Oder nee, halt. Haha, das ist der Fehler. Der ist zurück unten. Zurückrunden und dann vorwärts und Punch. Naja, gut. Ah, wir kriegen das schon hin. So, Jack. Ich habe dich in der Wiederholung gesehen. Verglichen mit mir. Kämpfst du wie in Zeitlupe. Das werden wir sehen. Das wäre doch schön. Lass ich mal. So. Na, komm. Kriegst du mal den Roundhouse-Kick ab? Okay. Du hältst schon ein bisschen mehr aus. Gott, weg damit. Da sind die anderen Stacheln. Natürlich auch hier die alte Regel. Werft ihr den Gegner in die Stacheln. Freut ihn das nicht. Uns aber. So. Zack. Schön gemacht. Gute Kombination. Verzogen. Das kriegen wir schon hin, mein Freund. Schön. Zack. Ihr gibt natürlich auch, das ist klar. Klar, wie sie das für so ein Beat'em'up gehört. Ja, das war doof. Der war besser. Weg. Kann man natürlich auch dementsprechend Aktionen kombinieren und man sieht auch schon schnell, welche Aktionen was bringen. Desto mehr Kombos man macht, desto höher ist auch die Score.
Ja, gut, das kennen wir. Mit den gleichen Typos. Ja, den kennen wir auch. So, was können wir denn noch so kaufen? Da ist es, genau. Kronos. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auf einen anderen Roboter wechseln. Das mache ich aber nicht. Ich möchte noch mal ein bisschen trainieren. Wir sind schon auf Rang 4, ne? Das ist enorm. So, komm, zack. Ein bisschen hochleveln. Ihr seht schon, wie viel Level man erreichen kann, wenn man sich die Leiste anguckt. Komm, die nehmen wir auch noch mal voll. Ihr verliert übrigens auch, was wir jetzt natürlich noch nicht gesehen haben, wenn euer Roboter Schrott ist, verliert ihr natürlich auch Geld. Das kann mal ganz böse enden, weil dann nimmt man euch einfach die Upgrades weg. Und das meine ich wirklich so. So, Ibrahim. Hörst du das nicht genug Zeit mit der Simulation verbracht, Kleiner? Wir werden es sehen. In meinem Lieblingslevel. Da habt ihr es gesehen. Der ist gesprungen und ich schmeiß ihn dann einfach direkt da rein. Ja, der hat eine größere Reichweite. Da muss ich ein bisschen an den Dorn. Ja, genau. Ich werde dich schon besiegen, mein Freund. Ja, den kann man nicht ganz so auskontern. Der blockt gut. Aber ich krieg dich trotzdem platt. Weil hier ist auch eine typische Geschichte, deswegen erinnerte mich das auch verdammt damals an MK1. Man kann hier natürlich viel mit Defense machen. Man kann auch hier den Gegner auskontern. Das seht ihr ja auch. Das versucht er ja auch gerade. Aber hier gewinnt doch absolut die Offense. Das heißt also, wer so ein bisschen so auf diese alten, ich sag mal hauptsächlich asiatischen Prügler, so Virtua Fighter oder im Stil steht, der wird hier nicht viel Glück haben, weil hier bringt euch Defense nichts. So. Machen wir es dicht. Ja. Schön. Ja, also im Augenblick bin ich absolut zufrieden mit mir. Ich musste bis jetzt noch nichts upgraden. Wir spielen einmal durch. Ja, das kennen wir. Ich habe euch ja noch den Lieblingssatz versprochen, aber den werde ich denn jetzt wahrscheinlich zum Schluss bringen. Ja, jetzt haben wir. Jetzt kostet natürlich richtig Asche. Soll ich das schon investieren? Ne, ich investiere das noch nicht. Wie sehen die Trainingskurse aus? Die können wir machen. Weil die Sachen behaltet ihr natürlich. Ich glaube, bei den Turnieren geht es auch weiter. Das heißt, ihr fangt nicht wieder komplett von neu an. So, Crystal. Ist ja einer der Charaktere, den man wählen kann. Ich habe darauf gewartet, deinem kleinen Robo ein paar neue Zähne hinzuzufügen. Ach, ich bin ja so brutal. Warum ist dein Roboter denn blau und nicht pink? So. Erstmal zur Begrüßung. Zack. Komm, ich lass dich gar nicht aus der Ecke raus. Okay, da habe ich gepennt. Da war ich zu selbstsicher. So. Schön immer den Roundhouse-Kick. Ihr kennt das. Chuck Norris sagt das nicht nur aus Spaß. Roundhouse-Kick ist immer eine schöne Geschichte. So. Der Kampf sieht doch auch wieder gut aus, wenn ich das mal sagen darf. Wenn ich mich nicht komplett blamiere, haben wir den Kampf auch wieder. Zack. Das wäre natürlich klasse. Also das komplette LP in 2 Folgen, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Weil ich habe irgendwie gesehen, ich habe mal geguckt, was so die Leute gemacht haben, die das wirklich als Let's Play gemacht haben. Die waren dann schon ganz schnell bei 30 Folgen. Jetzt muss ich aber auch zugeben, ich habe mir aber absichtlich, damit ich nicht zu viel weiß, den Inhalt nicht angeguckt. Ich habe nur mal einfach kurz die Stückzahl gesehen. Und tja. Also ich weiß, dass die Weltmeisterschaft ist irrsinnig lang. Ob 40 oder 50 Kämpfe oder was man da hat. Aber wenn das so vom Tempo gehen würde, ja, die hauen wir mal eben kurz weg. So, das war Crystal. Auch nicht so wirklich beeindruckend. Okay, das kennen wir noch nicht.
Die Menge tobte, als Crystal in den spannenden Show mit Alistair LP zum Schluss unterlag. Alistair LP begeisterte die tobenden Zuschauer mit respektierenden Fähigkeiten. Hier der Schlag, der das Match beendete. Ja, das kennen wir. So. Na komm, wir trainieren nochmal. So. Machen wir mal ein bisschen Upgrades. Wir haben noch ein bisschen Geld. Das wäre 2400. Na komm. Raven. Ich sehe, du bist jetzt auf ein Knurren verfallen. Aber musst mit dem Feuer tanzen, um mich zu schlagen. Und du solltest Sätze auch komplett machen und nicht mittendrin aufhören. Grabe. Nimmermehr. So, Pyrus. Ein schönes Ding. Wie ihr schon seht, der hat Flammenwerfer. Und die will er auch nutzen. Deswegen hat er... Ah, das ist auch eine bekloppte Attacke. Zack. Ja, genau. Na, bin ich nicht gut. Muss da raus. Richtig. So, gestunt. Und jetzt bist du dran, mein Freund. Na ja, gut. Fällt ich nicht in die Hazard selber renne. Ah. Komm, steh auf. Das ist schon knapper. Das ist schon knapp. Also wird der Titelkampf sicherlich gleich spannend. So, dich haben wir. Das war doof. Das war dumm. So, raus da. Also nicht einsperren lassen. Ihr seht das. Das ist nicht gut. Ach, komm. Schön. Raus da. Komm, 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 komm. Ah! Doppeltreffer. Mist. Erst die Niederlage. Netter Versuch, Alistair OP. Das war so knapp wie noch irgendwie möglich heute. Wie irgendwie möglich, Leute. Okay. Raven muss dankbar sein für Treffer wie diesen. Nicht dieser. Es waren die Punkte wie dieser. Das passt sogar. Die Raven nur einen halben Schritt Vorsprung gegenüber Alistair OP gaben. Hey, hey, hey! Nochmal raus. Du hast ein paar Stellen, die noch nicht zu Schrott gehauen worden sind. Und das, ich bring's jetzt doch mal, weil das wird ja wahrscheinlich doch noch eine dritte Folge. Mein Lieblingsspruch von euer Mechaniker ist, du kannst froh sein, dass ich meine Arbeit mehr liebe als meine Frau. Den fand ich so geil damals. Da musste ich echt lachen. Also den werden wir wahrscheinlich auch nochmal kriegen. Wenn wir das als LP machen, dann sowieso. So, ihr seht, wir haben Geld verloren. Upgrades haben wir nicht verloren. Und wir sind jetzt wieder auf Rang 3. So, den machen wir jetzt mal eben. Ja, ja. Wenn das nochmal so erfolgreich wird, dann würde ich sagen... Na, komm. Na gut, das ist nicht gut. Komm, Crystal. Du Kristall. Renn mir schön in meinen Arm. So. Fro. Genau. Na komm, spring noch. Ich will dich in den Käfig werfen. Ich will mal zeigen, dass Crystal richtig leuchten kann. Das ist meine Lieblingsstage. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Ich glaube, wir hatten die Wüste noch nicht, ne? Es gibt also da noch ein Wüstenlevel. Ah, es wäre knapp gewesen. Das war dumm. Das war dumm. Man sollte schon doch versuchen, auf Sicherheit zu gehen und nicht hier auf Großschönheit. Das bringt nichts. So, da sind wir wieder da, wo wir gerade schon mal waren. Irgendeinen neuen Text. Oh! Schön, den haben wir gar nicht übersetzt. Dann tue ich das jetzt einfach. Oh! Dieser Herausforderer meinte es wirklich ernst. Alistair OP konnte den alten Pros nochmal das ein oder andere zeigen mit dem Jaguar.
Und jetzt wird es wieder deutsch. Achten Sie auf diese Aktion, so sah Crystal während des gesamten Matches aus. Geschlagen, zerquetscht und verwirrt. Tja, böse Zungen sagen, da kann man noch viel Karriere machen in irgendwelchen Vorständen, aber das lasse ich mal. So, wir sind hier. Hier möchte ich Folge 2 beenden. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und in Folge 3, denke ich mal, machen wir den Level fertig. Wir sehen uns. Euer Mr. Venom 1974 bei One Must Fall. Ich schwöre. Wir sehen uns.